Hi, mein Name ist Jana Vargas und ich durfte letztes Jahr den bisher größten Erfolg meiner Karriere mit Limburg feiern. Hi Jana. Hallo. Vielen lieben Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen und natürlich auch bei Limbridge. Ich habe nicht uns einen kleinen Snack mitgebracht, sondern natürlich Limbridge. Ich glaube, die mag er ganz gerne. Die mag er sehr gerne. Mal gucken, Vanille. Ob er möchte. Guck mal, was da ist. Guck mal. Oh. Er guckt manchmal so ein bisschen frech, aber eigentlich, wenn man dann so zu ihm kommt, ist er lieb, oder? Ist er. Ja, er macht den Anschein, als wenn er echt böse ist, aber er ist überhaupt nicht. Er will überall dabei sein. Ja, sieht so aus, als wenn ihr nochmal wiederkommen dürft. Da haben wir ganz bestimmt nichts gegen. Also Limbridge hat ja schon seinen Snack jetzt bekommen. Die sind aber auch für euch. Limbridge möchte das auch behalten. Vielen Dank. Ich denke, ein bisschen Clip My Horse Branding kann hier auch nicht schaden. Absolut. Der Weg von Emstetten hierhin war ja auch für dich ein besonderer. Vielleicht magst du mir mal zeigen, wo wir hier genau sind und wie schön das hier ist. Ja, gerne. Sehr Dann gut. Komm mit. Jana, als Limbridge im Frühjahr 2021 zu euch gekommen ist, würde ich sagen, war es vielleicht nicht direkt Liebe auf den ersten Blick bei euch beiden, oder? Das stimmt. Ende hatte mir zwar gesagt, du Jana, da kommt ein Pferd, ich glaube, das ist ganz besonders. Guck mal, ob du dich damit so ein bisschen zurechtfummeln kannst. Da habe ich gedacht, okay, bin dann natürlich auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse aufgestiegen und habe dann gleich nach der zweiten, dritten Runde gemerkt, oh, also dressurmäßig ist es jetzt nicht so das, was du dir vorgestellt hast. Ich habe dann aber ein bisschen Arbeit reingesteckt und die ersten Sprünge haben mir gleich das Gefühl gegeben, okay, das ist wirklich einer für einen großen Sport. Er hatte halt auch schon Erfahrung von den Jahren vorher und deswegen habe ich gesagt, okay, all das, was du möglich machen kannst, versuchst du jetzt mit ihm zu erarbeiten und dann hat es irgendwie Klick gemacht und wir sind ein ganz tolles Team geworden. Wie hast du es denn geschafft, ihn so auf deine Seite zu bekommen und dass er dir jetzt auch so unglaublich vertraut? Ich habe mir natürlich viel Zeit mit ihm genommen und viel abwechslungsreiches Training, mal ausreiten auf der Wiese oder ich habe ihn auf dem Grasplatz geritten. Und ich glaube, das hat ihm irgendwie das Gefühl gegeben, okay, hier werde ich geliebt, würde ich sagen, und hat sich dann irgendwann fallen lassen. Jetzt weiß ich, wie er tickt und ich glaube, er weiß ganz genau, was ich von ihm erwarte und irgendwie passt das mit uns. Ich glaube, zum Dressurpferd ist er immer noch nicht geworden, aber wie wichtig ist es denn vielleicht auch, dass man gewisse Eigenarten auch einfach dem Pferd so lässt? Er hat so ein bisschen seinen eigenen Stil, er geht mit der Nase lang, aber er kommt damit zurecht und ich glaube, wenn ich ihn jetzt komplett umkrempeln würde und da das Pferd draus machen wollte, was am schönsten zu reiten ist, glaube ich, würde er damit nicht klarkommen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, das Pferd so zu nehmen, wie es ist. Und wenn er dabei happy ist, dann ist doch alles gut. Das Springen war von Anfang an irgendwie besonders mit ihm. Beschreib doch mal, wie ist es, mit Limbridge zu springen? Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch keinen Parcours, wo ich gedacht habe, boah, das ist doch ein bisschen zu hoch. Der gibt mir irgendwie so viel Sicherheit und der hat so viel Qualität und ist so schlau dabei, dass ich jedes Mal im Parcours gehe und denke, okay, eigentlich kann dir nicht viel passieren, der lässt dich nicht schlecht aussehen. Von Runde zu Runde bestätigt er das immer wieder und das ist ein Pferd, ich glaube, sowas hat man einmal im Leben und nicht noch ein zweites Mal. Gab es einen bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Kennenlernphase überwunden und ab dem Zeitpunkt hat er sich zum Beispiel auf dem Turnier dann mega angefühlt? Ja, das fing so an in Budapest, würde ich sagen. Da haben wir dann das erste Mal durften wir einen Nationenpreis reiten, noch 3-Sterne-Niveau. Den konnten wir gewinnen und gleichzeitig auch den großen Preis. Und irgendwie war das, glaube ich, so der Moment, wo für uns beide so die Tür aufgegangen ist sozusagen. Und da habe ich echt gemerkt, okay,
eigentlich ist es egal, was da steht, ob da ein breiter Graben, ob da eine Mauer, ob da eine dreifache, was auch immer steht. Mit dem Pferd ist es möglich und ich glaube auch, dass mein Gefühl von der Sicherheit sich auf ihn auswirkt und er sich dadurch auch sicher fühlt. Nationenpreis zu reiten ist, glaube ich, für jeden Reiter, für jede Reiterin irgendwie ein Traum. Wie war das für dich, als Otto Becker angerufen hat? Ja, Nationenpreis ist immer besonders. Ich habe mich über jeden einzelnen Nationenpreis sehr gefreut. Natürlich das absolute Highlight war dann in Aachen. Das war erstmal auch für mich schwierig zu realisieren, dass ich überhaupt reiten durfte und dann da zu gewinnen. Also das war, ja, da fehlten mir echt im Moment die Worte. Und das ist, glaube ich, ein Moment, den man auch im Leben nicht vergisst. Von Jana Vargas, representing Germany. Und ich muss sagen, als ich erste Runde reingeritten bin und dann den Applaus gehört habe, habe ich auch so kurz einen Moment gedacht so, wow, cool, das spornt doch jetzt nochmal richtig an. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Limbridge auch so nochmal ein Stück größer geworden ist und gesagt hat, okay, heute ist irgendwie was Besonderes, dann lass uns doch mal jetzt hier loslegen. Und hat das einfach ganz, ganz easy da gemacht und sein Ding da abgespult und uns alle glücklich gemacht. Dann musste André Thieme ja gar nicht mehr die zweite Runde reiten und man hat auf einmal nur noch die Emotionen von allen auf dem Abreiteplatz gesehen. Was geht einem da durch den Kopf? Ich weiß noch, ich habe in diesem kleinen Häuschen gestanden, wo eigentlich nur ein kleiner Bildschirm steht und so ein bisschen die Stewards sich aufhalten. Ich habe so um die Ecke geschielt und dachte, okay, das sieht gut für uns aus. Ja, und dann wusste ich gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll und wen ich zuerst umarmen soll. Und das war Freude pur und den Moment habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Und ihr habt ja damit auch irgendwie dann das Ticket für die Weltmeisterschaft in Herning gelöst. Eine Weltmeisterschaft zu reiten für das eigene Land. Gibt es was Besseres? Nee, das ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. Und ich hatte das natürlich die Zeit vorher im Kopf und habe gedacht, wow, das wäre super, das ist so ein Ziel und so ein Ansporn, worauf man hinarbeitet. Aber als dann wirklich der Anruf kam und Otto sagte, hey, du mach dich mal bereit, ne? Geht nach Herning, habe ich gedacht, okay, ich habe einfach nur irgendwie ganz kurz ab, glaube ich, so, okay, cool, ich freue mich. und brauchte so ein paar Tage, um wirklich dann zu sagen, hey, du fährst zur Weltmeisterschaft. Aber auch da, unser Team war unglaublich und alle Leute, die dahinter standen, das war auch ein Wochenende, was ich sehr genossen habe. Wonach strebt ihr beiden denn noch? Ja, natürlich haben wir so ein bisschen unser Auge auf die Olympiade nächstes Jahr. Er fühlt sich auch mit seinen 14 Jahren noch super, super fit an. Ich denke, wenn es dieses Jahr so läuft wie letztes Jahr, dann kann sowas möglich sein. Aber es geht alles Schritt für Schritt und wir machen unseren Plan. Wenn das aufgeht, ist das super. Aber es kann halt auch noch so viel passieren und so viel dazwischen kommen. Aber das ist so das, wo wir jetzt drauf hinausarbeiten und was wir uns als Ziel gesteckt haben. Du hast Anteile an Limbridge und hast das auf einen sehr kuriosen Weg ja erfahren. Was war da los? Ja, das habe ich dann irgendwann tatsächlich im Parcours so mitgekriegt. Ich habe vorher keine Idee davon gehabt. Ich weiß nicht mehr, welches Turnier. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich eingeritten bin. Und dann hieß es ja, das Pferd im Besitz der Reiterin. Und ich dachte, ah, die haben sich bestimmt verlesen, oder? Und dann habe ich dann nachher irgendwann mal so nachrecherchiert. Und dann ja, war es wirklich so, dass Ender und Jost dann gesagt haben, hey Jana, du hast das irgendwie, hast dir das erarbeitet und das verdient. Und du sollst mit Teilhaber oder Besitzer dieses Pferdes sein. Und das ist für mich natürlich wow, also das ist so eine richtige Bestätigung und ich bin den beiden unglaublich dankbar dafür. Es ist halt auch einfach so ein Zeichen der Anerkennung, dass man den Job gut macht und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich muss trotzdem mal bei Ender nachfragen. Ich meine, der lebt davon und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch Limbridge mal hätte teuer verkaufen können.
Warum er aber genau auf euch beide gesetzt hat, da frage ich jetzt mal nach. Warum haben du und Jos Lansing entschieden, Jana Anteile an Limbridge zu schenken? Ich glaubte wirklich, dass dieses Pferd eine große Veränderung in Janas Karriere bringen würde. Und nach guten Gesprächen mit Jos haben wir beschlossen, es für Janas Sport zu behalten, um zu versuchen, ganz an die Spitze zu kommen. Und schon letztes Jahr hatten wir ganz besondere Momente. Von Rom über Nationenpreise bis hin zu den Weltmeisterschaften. Jana war eine der besten Reiterinnen. Es hat mir viel Spaß gemacht und es freut mich, das zu sehen. Denn ich denke, sie ist ein herausragendes Talent. Und zu sehen, wie sie auf das Niveau dieser Reiter steigt, das ist fantastisch. Wie würdest du diese Pferd-Reiter-Kombination Jana und Limbridge beschreiben? Ich denke, das ist eine Beziehung, die hauptsächlich auf Vertrauen beruht. Sie kommen in den Parcours und sie vertrauen einander. Er tut alles für sie und sie tut alles für ihn. Es ist eine Partnerschaft, die wirklich funktioniert. Auch wenn man sich die Weltmeisterschaften anschaut, es waren Janas erste Weltmeisterschaften. Limbridge war noch nie auf einem solchen Niveau gesprungen und es war definitiv gewaltig mit wirklich hohen Sprüngen. Und er hat ihr einfach vertraut und sie sind gemeinsam im Parcours gewachsen. Das war wunderbar. Warum liegt dir Limbridge so am Herzen? Das ist tatsächlich eine großartige Geschichte, auf die ich ehrlich gesagt stolz bin. Wir haben ihn von einem deutschen Reiter gekauft, der ihn bis achtjährig ausgebildet hatte. Und dann hat mein damaliger Reiter, Michael Hughes, ein amerikanischer Reiter, seine Sache sehr gut gemacht, ihn weiterzuentwickeln. Und dann kaufte ihn Eve Jobs, Anfang neunjährig, und es lief sehr gut für sie. Aber dann hatte sie viele andere Verpflichtungen mit ihrem Beruf und sie hatte nicht so viel Zeit, sich um Limbridge zu kümmern. Also fragte sie uns, ob wir ihn wieder zurücknehmen würden. Und ihn dann wieder hier im Stall zu haben, das ist im Grunde ein märchenhaftes Ende, könnte man sagen. Und dass er hier bleiben wird, bis zum Ende. Du hast als Pfleger angefangen, warst dann sehr erfolgreicher junger Reiter für Team Irland, aber was machst du jetzt? Natürlich ist das hier deine Anlage, aber wie sieht so dein Alltag aus? Ja, die ganze Reise hat viel Spaß gemacht. Ich würde nichts daran ändern. Und wie du gesagt hast, ich war ein ordentlicher Reiter, aber dann nicht gut genug. Also dachte ich, es wäre besser, wenn ich die Besten beschäftige. So wie Jana, um meine Aufgabe leichter zu machen. Aber ich muss sagen, dass das Geschäft in einer kurzen Zeit ziemlich gewachsen ist. Es macht Spaß, ein bisschen stressig ist es, aber es macht viel Spaß. Und ich versuche einfach, das Geschäft weiter wachsen zu lassen. Das heißt, ich schaue täglich nach Pferden, wir trainieren täglich die Pferde hier, treffe Kunden. Wie du gesehen hast, wir haben 4 oder 5 Pferde ausprobiert. Wir hatten Kunden da, die Verkaufspferde ausprobiert haben. Und dann haben wir einige Termine zu Immobilien, die wir entwickeln, oder Projekte, die wir vorantreiben. Also, wir sind jeden Tag ganz gut beschäftigt. Was liebst du am allermeisten an deinem Job? Stress. Ja, wirklich. Ich hasse es, wenn es zu still ist. Ich habe es gern, wenn ich viel beschäftigt bin, viel Druck habe. Dann ist es für mich am besten, wenn es komplett stressig ist und wenn der Tag ist, naja, wenn viel passiert. Das ist mein Lieblingsmoment. Ich habe mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen und alle haben gesagt, dass du ein besonderes Auge für gute Pferde hast. Wenn du jetzt dein perfektes Pferd malen könntest, wie würde das aussehen? Limbridge. Ja, im Ernst, er ist herausragend. Er ist ein Sportpferd, er ist schnell, er ist klassisch. Ist schön anzuschauen. Ja, der ist für mich einfach perfekt. He's a picture perfect. Ich habe das Gefühl, hier kann man sich nur wohlfühlen. Wie wichtig ist es aber auch, dass ihr als Team hier so gut funktioniert? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das Team macht am Ende alles aus. Ohne unser Team sind wir Reiter gar nichts. Und deswegen finde ich es schön, wenn wir mittags hier zusammensitzen und so wie jetzt auch mal Pizza bestellen und einfach diese kurze gemeinsame Zeit, die wir in Ruhe genießen können, dann auch zusammensitzen
und ein bisschen quatschen und über den Alltag oder auch über andere Dinge sprechen. Wonach wählt ihr aus, wer in euer Team passt? Natürlich ist es erstmal ziemlich schwierig, Leute zu finden, weil der Job natürlich schon hart ist. Aber man merkt es einfach, ob die Harmonie passt oder nicht. Ich muss sagen, jetzt auch, ich habe ein super Team zusammen, kann mich auf jeden Einzelnen richtig gut verlassen. Und das ist mit das Wichtigste, gerade auch für mich, weil ich eben viel unterwegs bin. Aber ich weiß, ich habe Top-Leute dabei und das lässt mich auch so ein bisschen mehr durchatmen. Jetzt gibt es hier unfassbar viel Land noch drumherum. Ihr habt riesige Paddocks, Wiesen. Wie wichtig ist dir auch da die Abwechslung einfach für die Pferde? Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ich merke das auch bei meinem Top-Pferd Limbridge. Natürlich jetzt mit diesem Wetter ist es schwierig, ihn rauszustellen. Da muss ich sagen, habe ich dann auch ein bisschen Bedenken. Aber im Sommer ist er jeden Tag raus und er merkt, sobald man mit der Weidedecke oder einem Halfter um die Ecke kommt, steht er und sagt, hey, ich bin der Nächste, lass mich raus. Deswegen glaube ich, ist das schon sehr wichtig. Und wie gesagt, wir haben hier viele Möglichkeiten. Wir können auf dem Rasenplatz reiten, auf dem Sandplatz, wir können ausreiten. Die Wiesen sind da und ich finde, die Abwechslung gehört einfach dazu. Ich muss sagen, ich wäre sehr gerne Pferd auf der Ashford Farm oder auch Mensch. Ich glaube, das Wir-Gefühl stimmt hier. Und im zweiten Teil von Zu Gast bei erfahrt ihr jetzt, wie Jana überhaupt angefangen hat zu reiten und welche Personen sie dabei besonders unterstützt haben. Also schaltet ein.